Ich bin 13 Jahre alt und komme aus Ettingen im Landkreis Weilheim-Schongau. Ich bin humorvoll, bin aber auch relativ wild, kann aber auch sehr relaxed und gechillt sein. Also ich finde meine Wette ziemlich crazy. Der Pömpel hat mich schon als Kind interessiert und immer wenn ein Abfluss verstopft war, habe ich ihn sauber gemacht. Wir haben uns ungefähr ein halbes Jahr vorbereitet und ich denke, ich bin ziemlich fit jetzt. So, da sind wir wieder. Tim ist bei uns, 13 Jahre alt. Tim, also. Wie genau ist dir die Idee gekommen und wann hast du dir überlegt, ich ziehe damit ein Auto? Also das war mal abends im Bad, da war mir langweilig. Ja. Und ich habe herausgefunden, dass das Ding perfekt auf meinen Bauch passt. Ja. Und dann bin ich runter zu meinem Vater und der hat nach ein paar Mal gesagt, Mensch, versuch doch damit mal mein Auto zu ziehen. Jetzt muss man, ein toller Vater, muss man, ja. muss man sagen, dein Papa hat daraufhin seinen Job gekündigt und verlässt sich jetzt auf die Karriere von Tim. Nein. Wichtig einmal festzuhalten, sein Vater ist Arzt. Ja. Und Tim macht das auch alles freiwillig, was er hier macht. Genau. Das ist auch gar nicht weiter anstrengend, muss man sagen. Es ist insofern anstrengend, als man eine ganz bestimmte Technik drauf haben muss. Und es ist nicht so, dass du dafür jetzt jede Woche 28 Mal ein Fitnessstudio besucht hast. Nee, Schwarm. Schmarren, genau. Nicht. Ja, sagen die Leute wieder, dieses arme Kind wurde dazu getrieben, mit einem Pömpel Autos durch die Gegend zu ziehen. Ich bin übrigens auch freiwillig hier und wurde auch nicht dazu gezwungen, jede Geld Woche dazu ins Fitnessstudio zu gehen, wollte ich nur sagen. Ja. Falls es jemand interessiert. So. So, und ich sag mal so, das, was Robbie Williams für die Damen hier im Saal heute ist, das bist du für deine... Für deine Klassenkameradinnen heute, Tim. Das ist dir klar, ne? Mach dich Wenn frei. Du meinst. Zieh dich aus. Jetzt geht's los. Ja, packen wir's. Bilder, die nie wieder aus dem Internet verschwinden. Nein. Komm, pass auf. Alles gut. Alles gut. Alles ganz harmlos. Ich erkläre einmal die Wette, während Tim sich fertig macht. Tim, den Helm bitte nicht vergessen. Ja, also, Tim wettet, dass er mit Hilfe dieses Pömpels, handelsüblicher Pömpel, den er auf seinem Bauch ansaugt, ein Auto 30 Meter weit ziehen kann. Dieses Auto wird mehr als eine Tonne. Das ist eine ganz gewaltige Aufgabe und ist bei ihm möglich, weil er A, natürlich ein unglaublich fitter junger Mann ist und weil er zweitens eine ganz besondere Technik beherrscht. Pass auf. In 1,20 wirst du das versuchen, Tim. Genau. Ja? Helf dir ganz kurz. So, Barbara, und während ich hier Tim ein wenig helfe, sage ich dir schon mal, was du machen musst. Mhm. Wenn du diese Wette verlieren solltest. Ja. Warte mal, geht das? Nichts mit Pömpel, hoffe ich. Ja. Nee, pass auf. Du wirst einen Kopfhörer aufsetzen. Kennst du diese Situation, wenn man denkt, dass alle anderen auch hören können, welche Musik gerade läuft, so Walkman auf. Man sitzt am Strand und singt ganz laut mit. Und blamiert sich vor dem ganzen Strand. Ja. Genau. Das kenne ich. Das auch ohne Kopfhörer. Genau. In anderen Situationen. In anderen Situationen? Wo singst du? Singst du viel gerade so als werdende Mutter? Ich singe auch. Ich bin ja schon Mutter. Ich singe die ganze Zeit praktisch. Ich singe wirklich, wir singen auch auf der Straße sehr viel. Weißt du, was Tim mir gerade gesagt hat? Das Wichtigste ist, dass sein Bauch nicht schwitzt. Weil das ist nämlich nicht so gut. Ist der Bauch okay, Tim? Oder soll ich nochmal irgendwie... Nee, alles klar. Okay, gut. Ist in Ordnung? Gut. Schuhe halten auch. Jetzt pass auf, Tim. Also du setzt dir einmal diesen Pömpel an. Jetzt sehen wir mal ganz kurz die Schuhe wirklich sauber gemacht. Einmal Frage an die Couch. Was glaubt ihr da drüben? Wird er das schaffen oder schafft er das nicht? Ihr spielt um 1000 Euro für eure Wettkandidaten. Ganz sicher. Tom Hanks sagt so, Jutta Speidel sagt Ganz geht's. Ganz sicher. Olli Welke zeigt, ja, der schafft das. Halle Berry sagt auch, passt. Okay. Was sagt ja, er? Ich stimme immer für den Bauch und bei jungen Mitbürgern. Das heißt also, 1000 Euro jeweils für den Wettkandidaten. Barbara, geht's dir gut? Oh, ich kann gar nicht hinschauen. Ich hab schon ein bisschen Angst um dich, ganz ehrlich. Ich sag mal so. Um mich hast du Angst? Ja. Na, ich hab Angst um Tim. Tim macht mir überhaupt keine Sorgen, der kriegt das hin. Aber wenn bei dir irgendwas schiefläuft heute im Laufe dieser Sendung, ja? Ja. Marietta Slomka,
Bitte, wir werden draufbleiben, live bis zum Ende. Sie kriegen das erste exklusive ich helfe, wo ich Interview kann. Mit dem Wenn Baby. Es der Quote hilft, ich bin zu allem bereit. Okay, also. Ja. Held. Held? Was meinst du? Nimm dir Zeit, lass dir Zeit. Ja, ich weiß. Sei ganz entspannt. Okay, der hält, ja. Dann drück hält, noch, hält. Drück noch ich, mal. Ich drück noch mal ran, ja? Genau. Jetzt pass auf. So, gut? So, gut? Okay. So, pass auf, Kim. Ist die Bremse draußen und der Gang? Ob die Bremse draußen ist, das weiß ich auch nicht, oder der Schau Gang? Mal, das ja, sag mal, also das ist ja wohl das Mindeste. Warte. Handbremse ist weg und ja, Bremse. Es ist alles, es ist alles in Ordnung. Ich möchte nämlich ungern über die Bühne ziehen. Ist alles in Ordnung. So schleifen. Bist du soweit? Sonst setz noch mal an, Tim. Guck mal, der zieht ja schon. Er ist sich nicht sicher. Tim, was meinst du? Muss gehen. Passt. Muss gehen. Passt. Okay. Es ist vor allen Dingen eine Frage der Technik, aber natürlich eine Frage von unglaublich Kraft. Tim? Ist okay? Ja. Ich sage erst, wir haben alle Zeit der Welt. Wir wollen Barbara hier auch noch bei der Niederkunft sehen. Lass dir Zeit. Es ist überhaupt kein Darauf Thema. Darauf läuft es hinaus. Ist gut. Tim, wenn hält. Du mir sagst, ist okay, hält. Okay, dann sage ich jetzt, top, die Wette gilt. Und bitte. Wow. Oh mein Gott. Barbara, komm mit. Hier. Der zieht das richtig schnell. Es sind 30 Meter. 6 Meter. Es geht um die Vorderreifen. Noch 50 Sekunden, Tim. Ist alles gut. Ist alles gut. Oh mein Gott. Ganz kurz mal. Tim, noch 30 Sekunden, Tim. Lass dir jetzt alles gut. Mach nicht so schnell, sonst wirst du geblitzt. Alles gut. Der Pömpel hält. Noch 6 Meter, Tim. Noch 18 Sekunden Zeit. Noch 2 Meter. Was für ein geiler kleiner Junge. Super! Tim, können wir einmal ganz kurz diesen Bauch in Großaufnahme sehen? Wahnsinn. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Man zieht automatisch selber auch den Bauch ein, ne? Während der ganzen Nummer. Du nicht? Ich schon. Ja, okay. Ja. Doch, unbedingt. Also, ganz, ganz großartige Geschichte. Wir sehen das hier nochmal in Zeitlupe. Tim, schau dir das nochmal an. Schau mal. Du hast richtig hart gearbeitet. So. Sensationell. Bist du erleichtert, ne? Sensationelle Geschichte. Tim, herzlichen Dank. Und wir haben mal eine Überraschung für ihn, Barbara. Ja. Tim, wir haben eine Überraschung für dich. Liegt Barbara im Handschuhfach? Ich hole dir mal raus, ja, du in deinem Zustand. Bitte, nein, überanstreng dich nicht, Barbara, bitte. Komm. Komm, du kriegst ja die Tür noch nicht mal auf. Super. Hast du dich schon bei ihm bedankt, dass du nicht singen musst? Vielen herzlichen Dank. Barbara, liest du vor? Okay. Du bekommst einen Gutschein für eine Person von Wetten, dass als der Kinderwettkampf. Du fliegst. Oh, jetzt halte ich fest. Oh! Kurzflug ab Salzburg aus dem Hangar 7 nach Vereinbarung, wann immer du willst, mit einer Extra 300. Ist es dein Wunsch gewesen? Ja, gell? Ja. Der will nämlich selber Pilot werden. Sowas kann man nicht kaufen, Barbara. Tim, das war dein größter Wunsch, ne? Sowas mal zu machen. Ja. Kann man nicht kaufen. Warum bist du so begeistert für Kunstflug?
Einfach generell fliegen gefällt mir. Aber super. Er will einen Airbus 300 fliegen später mal, hat er gesagt. Ja, definitiv. Also, das ist unsere nächste Wette. Du fliegst dann einfach mit dem Airbus in Freiburg ins Studio. Ja, wollen wir das so machen? Tim, alle sind begeistert. Ganz, ganz toller Wetterkandidat. Mach's dir gemütlich. 1000 Euro für alle auf der Couch. Tim, herzlichen Dank. Und ich möchte noch grüßen. Tim, 13 Jahre alt. Tim, möchtest du jemanden grüßen eigentlich? Genau, ich möchte meine Schulfreunde. Bleib hier, bleib hier, da rein. Das ist deine Kamera. Also, ich möchte meine Klassenkameraden, Freunde, Familienangehörige grüßen. Und zum Beispiel auch den Tobi, der hat nämlich heute Geburtstag. Happy Birthday, Tobi. Mach's dir gemütlich, Tim. Wow. Ist doch unglaublich. Car. Car.